Stellt euch mal vor, es ist ein heißer Sommertag, scheint vom Himmel. Was machen wir an so einem Tag am besten? Na klar, uns im Freibad abkühlen. Nach einem ausgiebigen Bad geht es abends dann wieder nach Hause. Aber was ist das? Mit einem Blick in den Spiegel stellen wir fest, dass unsere Augen auf einmal ganz rot geworden sind. Doch wie passiert das? Woher kommen diese roten Algen eigentlich beim Schwimmen? Ich hätte, viele von euch würden sofort sagen, das liegt am Chlor. Und mit dieser Vermutung liegt ihr nicht ganz falsch. Schauen wir uns erstmal an, was im Schwimmbad überhaupt passiert. Wenn Chlor dem Wasser hinzugefügt wird, entstehen zwei Verbindungen. Einmal Salzsäure, die hier aber eine eher nebensächliche Rolle spielt, und eine sogenannte hypochlorige Säure. Und die schauen wir uns mal genauer an. Einfach gesagt hat die hypochlorige Säure drei Wirkungen. Leichend, oxidierend und desinfizierend. Und die ist für uns besonders wichtig. Das hier ist ganz normales Schwimmbadwasser. Betrachten wir das einmal unter dem Mikroskop, so stellen wir fest, dass sich in diesem Wasser zum Teil krankheitserregende Mikroorganismen befinden. Die hypochlorige Säure sorgt dafür, dass diese abgetötet werden und so für uns Menschen ungefährlich sind. Und in angemessenen Maßen stellt auch die hypochlorige Säure keine Gefahr für uns dar. Wie kommen denn dann die roten Augen? Gehen wir nochmal zurück zur Reaktionsgleichung. So wie sie hier steht, ist sie noch nicht ganz richtig. Denn wir haben den wichtigsten Faktor vergessen. Uns selbst. Wenn wir ins Wasser gehen, bringen wir Verunreinigungen mit uns. Das sind hauptsächlich Schweiß von unserer Haut, Harnstoff, Kreatinin und Aminosäuren aus Shampoos beispielsweise. Reagieren diese Stoffe mit Chlor, so entsteht eine weitere Verbindung, die sich Trichloramin nennt. Und dieses Trichloramin ist dafür verantwortlich, dass unsere Augen im Wasser rot werden und anfangen zu brennen. Wie genau das funktioniert, könnt ihr an dieser Abbildung genauer erkennen. Vorne links befindet sich ein Tränenfilm, der unsere Augen vor Schmutzpartikeln schützt. Kommen die Augen allerdings in Kontakt mit Trichloramin, so wird dieser Tränenfilm angegriffen und Schwimmbadkeime können leicht in die Hornhaut und somit auch in unser Auge eindringen, sodass Entzündungen entstehen. Und Trichloramin sorgt sogar noch für viel mehr. Ich behaupte, Chlor alleine ist Desinfektionsmittel im Schwimmbad geruchlos. Hättet ihr nicht gedacht, oder? Aber das stimmt tatsächlich. Der typische Schwimmbadgeruch, den wir alle kennen, kommt auch vom Trichloramin. Das ist natürlich unangenehm und ziemlich störend. Damit wir so einen Schwimmbadtag so richtig genießen können, hilft es, sich vor dem Schwimmen abzuduschen. Denn dadurch können bis zu 97% aller Schmutzpartikel auf unserer Haut entfernt werden. Jedoch sind zu viele Verunreinigungen nicht der einzige Grund, weshalb wir rote Augen bekommen. Die Konzentration des Chlors spielt ebenfalls eine bedeutende Rolle. Aber wie funktioniert die perfekte Chlorung eigentlich? Schauen wir uns dafür mal ein rechteckiges Schwimmbadbecken an. Wir wissen drei Sachen darüber. Die Länge, die Breite und die Höhe, beziehungsweise in unserem Fall eher die Höhe des Wasserstands. Mit diesen drei Angaben lässt sich leicht das Volumen berechnen. Länge mal Breite mal Höhe. Jetzt wollen wir aber nicht nur das Volumen von Schwimmbadbecken berechnen, sondern eigentlich die Konzentration des Chlors. Pro Liter dürfen insgesamt 0,5 Milligramm Chlor ins Wasser. Wir wissen außerdem, dass ein Kubikmeter 1000 Litern Wasser entspricht. Multiplizieren wir jetzt unsere 0,5 Milligramm Chlor mit den 1000 Litern Wasser, so finden wir heraus, dass pro Kubikmeter 500 Milligramm Chlor kommen. Umgerechnet entspricht das auch 0,5 Gramm, also ungefähr so viel wie ein halbes Blatt Papier wiegt. Jedoch stimmt diese Formel nur bedingt, denn zwei Faktoren beeinflussen das Ganze zusätzlich. Einmal natürlich die Anzahl der Badegäste, aber auch die Intensität der Sonneneinstrahlung ist wichtig. Denn durch die UV-Strahlung der Sonne wird das Chlor nach und nach abgebaut. Wenn es bei Chlor aber so viel zu beachten gibt und wir dazu noch unangenehme Sachen empfinden müssen, warum nutzen wir Chlor dann überhaupt als Desinfektionsmittel? Werfen wir mal einen Blick in die Natur, nämlich das Meer. Im Meer findet keine Chlorung statt. Allerdings Salzwasser, in dem sich im Durchschnitt 3,5% Salz befinden.
Vergleichen wir das beides mal. Im Schwimmbad ist Chlor als Cl2 vorhanden. Das Salz im Meer ist zu 90% Kochsalz, also Natriumchlorid. Im Schwimmbad liegt Chlor bei der Reaktion Wasser in einer anorganischen Verbindung vor, die durch Zugabe von menschlichen Verunreinigungen Trichloramin produziert. Im Meer liegt Chlor als Cl-, also in einer ionischen Verbindung vor, die kein Trichloramin produzieren kann. Aber stopp, wartet mal. Werden die Augen nicht auch im Meer rot? Ja, das werden sie. Aber nicht aufgrund des Trichloramins, sondern aufgrund des Vergleichs zu so hohen Salzgehalts, den unsere Augen einfach nicht gewohnt sind. Das ist aber im Gegensatz zum Trichloramin eine völlig natürliche und ungefährliche Rötung. Dann nochmal die Frage, warum nutzen wir nicht einfach Salz? Salz hätte besonders viele Vorteile für unseren Körper und auch für die Umwelt. Jedoch bringt es eine hohe Korrosions-, also Rostgefahr mit sich, was dazu führen könnte, dass einzelne Bauteile kaputt und es zu hohen Kosten kommt. Fassen wir zum Schluss nochmal alles zusammen. Woher kommen denn jetzt die Rotaugen beim Schwimmen? Das liegt zum einen an Verbindungen von Chlor mit menschlichen Verunreinigungen wie Schweiß, Harnstoff, Kreatinin und Aminosäuren. Und andererseits liegt die Stärke der Rötung an einer zu hohen Konzentration des Chlors. Mit diesem Wissen könnt ihr jetzt selbst dafür sorgen, dass euer Schwimmbadbesuch nicht mit roten Augen endet. Vielen Dank.